Herzlich willkommen bei Volltreffer. Ich bin Mensch Erik, das ist mein Kollege Antonio. Zum Thema die Ethik der Videospiele haben wir uns heute Thomas Bremer von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin eingeladen und außerdem Ralf Wunderlich, der Autor von Der kluge Spieler und die Ethik des Computerspielens. Hallo. Thomas, wie sieht die Entwicklung eines Spiels aus und was ist das Ziel eines Spiels? Gut, ich meine, was ist das Ziel eines Spiels, ist, glaube ich, erstmal die Frage. Das Ziel kann natürlich sehr unterschiedlich sein, aber was man vielleicht zusammenfassen soll, alle Spiele wollen, wir nennen das Spielgefühl, beim Spieler erzeugen. Das heißt, im Gegensatz zu Filmen oder anderen Formen von Ausdrucksformen sind Spiele ja etwas Aktives, an dem ich teilnehme. Und wenn ich überhaupt was gestalten kann, dann kann ich dieses Gefühl dieses Spielens, das kann ich gestalten. Und wie macht man das? Das macht man natürlich über mehrere Phasen. Das heißt, es ist ein längerer Prozess und es ist auch ein sehr komplexer Prozess. Und man kann es grob unterscheiden zwischen Ideenfindungsphase, dann so eine Pre-Production, in dem man sozusagen die Vorproduktion macht, dann eine Production-Phase, in dem das Spiel dann produziert wird. Und zum Schluss natürlich die Phase, in dem das Spiel dann publiziert wird, herausgebracht wird. Frank. Da wir Ralf. Auch auf das Thema Ralf, ja. Kein Problem. Also Ralf. Da wir noch auf das Thema USK zu sprechen kommen, wie wichtig ist die USK und beeinflusst das USK-Logo manchmal die Verkaufszahlen? Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass es eine Instanz gibt, die Vorgaben gibt. Dass die USK-Vorgaben nicht unbedingt eingehalten werden, das denke ich, wissen wir alle. Aber es muss etwas geben, auch um die Hersteller von Computerspielen zu schützen. Ich sehe das eigentlich eher in die Richtung. Weil ansonsten, wenn Kinder Spiele spielen, die nur für Erwachsene gedacht sind, könnten beispielsweise Computerhersteller verklagt werden. Und durch die USK dann prangern große Logos auf den Spielen drauf. Und dann kann man sagen, da steht groß U18, über 18 beispielsweise. Und dann geht die Verantwortung auf die Kinder bzw. auf ihre Eltern über. Und dafür ist es eine wichtige Instanz. Wir bleiben gleich bei dir. Was hat dich denn dazu gebracht, dieses Buch über die Ethik der Videospiele zu schreiben? Also erstmal bin ich auch seit frühester Kindheit Gamer und beschäftige mich damit. Und während des Studiums hat es sich so ergeben gehabt, dass wir in Potsdam hatten wir die Konferenz Philosophie des Computerspiels und da hatte sich das so ergeben. Und dann hatte mich sehr gestört die Berichterstattung bei dem Amoklauf von Winnenden, in dem als erstes hieß, ja, der hat Killerspiele gespielt und dann ist er Amok gelaufen. Und dann dachte ich mir, das ist bestimmt nicht so passiert, da sind ganz andere Sachen im Hintergrund gewesen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe viele Sachen rausgefunden und so kam eins zum anderen und am Ende ist ein dickes Buch bei rausgekommen. Thomas, wie wichtig ist Realismus bei Shootern? Realismus? Ich glaube, Spiele sind überhaupt nicht realistisch. Ne, das ist erstmal ganz, ganz also wichtig. Realismus in dem Sinne von. Du meinst sozusagen visuell aufwendig, ja, sozusagen, genau. Dass sie visuell suggerieren, so etwas zu sein, wie was unserer realen Realitätswahrnehmung nahe kommt. Also was uns sozusagen dem nahe kommt, wie wir es sehen. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt, gerade bei Shootern gibt es alle Beispiele. Es gibt auch Shooter, die mit sehr comicartig sind und auch sehr gut funktionieren. Vielleicht sogar manchmal besser funktionieren. Und diese Form, dieses Realismus ist halt auch zum Teil eben ein gutes Verkaufsargument, weil man eben wieder die neueste Grafik hat und dann kann man diese Grafik sozusagen, das kann man gut kommunizieren. Jetzt sieht es besser aus, jetzt sieht es noch realistischer aus. Jetzt sieht das Wasser noch mehr wie Wasser aus, die Wolken sehen noch mehr wie Wolken aus. Zum hohen Teil ist das eigentlich so eine sehr technologische Sichtweise, die wenig eigentlich mit dem eigentlichen Spiel und Spielentwickeln zu tun hat. Was nicht heißt, dass es super ist, dass wir andere Visualisierungen machen können. Ja? Aber das ist so ähnlich es ist ganz ähnlich wie in der Musik. Ne? Daran könnt ihr euch mit Sicherheit nicht erinnern, aber als so in den 80er und 90er Jahren die Musik anfängt sozusagen eben digital zu werden. Da war das damals noch ganz wichtig, dass so ein Computer einen sogenannten realistischen Klang erzeugt. Also dass er dann klingt wie eine akustische Gitarre. Das hat man noch versucht. Und ehrlich gesagt, das hat man auch geschafft.
Nur in dem Moment, wo man es geschafft hatte, spielte das gar keine Rolle mehr. Also dann fing man an, viel kreativer damit zu werden. Also ich finde, diese technischen Sachen sind total wichtig, aber man darf sich als Spieleentwickler nicht darauf fokussieren, immer noch realistischer werden zu wollen. Gut. Ralf, was bringt Menschen dazu? Also warum spielen Menschen diese bereits angesprochenen Killerspiele, über die wir gleich nochmal genauer reden werden? Da gibt es ganz viele Gründe für. Erstmal denke ich, dass es eigentlich gar nichts mit den Killerspielen an sich zu tun hat. Die spielen, sie wollen anspruchsvolle Spiele haben, die sie fordern, wo man viel erleben kann. Und es ist nun mal so, dass viele spannende Spiele Killerspiele sind. Ich mag den Begriff Killerspiele auch nicht so, weil man killt nicht, sondern man hat irgendwelche komplexen Eingaben, die man mit dem Joypad oder mit der Tastatur eingibt. Und da geht es mehr um Geschicklichkeit und um Aufgaben zu lösen. Und das ist nun teilweise in Spielen gewalttätig verpackt ist, das hat auch die Entwicklung der Computerspiele so mit sich gebracht. Ich erinnere mich noch in den 90er Jahren, da wurde schon darüber geredet, ist es notwendig, dass Computerspiele teilweise gewalttätig sind. Es ist spannend, Leute gucken sich ja auch gerne Actionfilme an und es knallt überall Explosionen und es wird geschossen und es ist Teil unserer Kultur. Und dann ist es auch irgendwie verständlich, dass im Computerspiel das auch umgesetzt werden will. Ich denke, es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass die Leute im Spiel sehen wollen, wie sie jemanden erschießen, sondern es ist einfach die Action. Es geht rasant zu und es passiert andauernd was. Man muss darauf achten, es gibt eine Geräuschkulisse, Bilder und das fordert einen und fördert einen auch in der Entwicklung. Ich sehe das ehrlich gesagt eher positiv und würde auch von dem Begriff Killerspiel gerne wegkommen wollen. Mhm. Wie wollen Sie es denn nennen? Da habe ich jetzt spontan keine Antwort drauf. Geschicklichkeitskillerspiel? Ballerspiel gibt es ja auch. Also früher Aim hat man, and Shoot. Früher hat man Actionspiele dazu gesagt, weil einfach viel Action da war. Dann sagen wir dieses Killerspiel soll ja auch in eine bestimmte Richtung. Also dieses Killerspiel, der Begriff, der kommt ja nicht aus der Computerspielszene, sondern der wurde, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vermutlich aus Richtung der Medien, oder? Mhm. Da kommt es so her und es soll was Negatives suggerieren. Und letztendlich sind die Spiele nicht negativ, sondern es sind eben Spiele. So, Antonio, was genau versteht man denn überhaupt unter einem Shooter? Wir haben es ja jetzt schon angeschnitten, aber was genau? Also aus der Ego-Perspektive wird es meistens ein Shooter sein oder das aus der Third-Person-View. Das wäre dann, wenn man von oben oder von hinten guckt beim Third-Person-View. Und bei der Ego-Perspektive sieht man halt nur die Hände und manchmal auch die Beine, wenn man nach unten guckt. Und dann halt mit einer Waffe in der Hand, meistens. Die man auch benutzt. Ja. Ja. Und wir haben es ja bereits angesprochen, es wird auch bei einem Amoklauf oder bei irgendeinem Unfall. Ja. Es gab ja mal in den USA der Fall, dass ein Kind seine Großmutter erschossen hat. Und dann wurde gesagt, ja, das Kind hat vorher GTA gespielt. Die eigentliche Frage wäre für mich allerdings, wie kommt so ein Kind an eine Waffe? Dazu kommen wir später nochmal. Sehr gute Frage. Ja, es gibt, es wurde vor kurzer Zeit, also gar nicht mal so lange her, in den Nachrichten berichtet über GTA 5, das neue Spiel halt, das vor einem Jahr rausgekommen ist, also neues gut gesagt. Und da gibt es eine sogenannte Folterszene. Und ich frage mich, warum in den Medien davon berichtet wird, obwohl es in der Realität passiert und da gar nicht mal so viel darüber berichtet wird. Was ja auch so ist, also in den Medien gab es einen großen Aufschrei, ja, man kann diese Mission nicht umgehen, die können das doch nicht darstellen, das spielen ja kleine Kinder, da sehe ich das Problem nicht beim Spiel, sondern einfach daran. Jetzt kommen wir zu dem Thema USK. Wir kennen das alle, wir gehen in einen Laden, gehen zu den Spielen und da prangt unten in der linken Ecke das Logo der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, die dem Spiel halt eine gewisse Freigabe gibt. 06, 12, 16, 18. Und GTA 5 ist eben ab 18 freigegeben und das auch zu Recht. Wenn eben jetzt halt ein Jugendlicher das spielt, sehe ich das Problem nicht beim Spiel, denn das Spiel ist ja nicht für diesen Jugendlichen bestimmt, sondern das Problem bei den Eltern zum Beispiel, die halt quasi nichts dagegen tun. Und das Spiel ist ab 18 freigegeben, weil ab dann kann man ja auch für sich selbst entscheiden. Thomas. Machen kaufbare Inhalte ein Spiel besser? Also wenn du zum Beispiel eine neue Waffe kaufen kannst für echt Geld und macht es dann das Spiel gleich besser? Oder? Das macht ein Spiel finanzierbar.
Das macht es also nicht besser. Also für die Entwickler macht es besser? Nein, ihr müsst euch ja vorstellen, ich glaube, darüber stellt man sich ja viele Fragen, wie teuer ist das Ganze und so. Man muss sich jetzt wirklich vorstellen, von diesen Spielen, von denen ihr gerade gesprochen habt, zum Beispiel von GTA oder von irgendwelchen Shooter-Spielen, das sind ja sehr, sehr umfangreiche virtuelle, also künstliche Welten, die dort geschaffen werden müssen. Die müssen gebaut werden von Leuten. Und das sind mehrere hundert Menschen, die an so einem Spiel wie GTA arbeiten. Und selbst ein kleiner Shooter hat, also ein kleines Shooter-Team sozusagen, sind ungefähr 80, mindestens 80 Leute, die daran beteiligt sind, um so ein System zu entwickeln. Und das muss natürlich finanziert werden. Das muss, der zweite Punkt, es ist nicht mal die Produktion allein teuer, sondern ihr müsst ja auch, es muss euch ja schmackhaft gemacht werden, sage ich mal so. Das heißt, es muss Werbung geschaltet werden. Es gibt wahnsinnig viele Spiele, gute Spiele, von denen, die kaum gespielt werden, weil sie keinen Kanal finden, um nicht irgendwo anzukommen. Das kann, mal, es kann Glück sein, dass man jemand das findet. Also Werbung ist sehr, sehr teuer. Also von GTA zum Beispiel, die haben ja zwar 1 Milliarde verdient, aber sie haben auch Millionen, mehrere Millionen Werbung geschaltet. Das könnt ihr zum Beispiel, wenn, also selbst wenn ihr jetzt nicht spielen dürft, konntet ihr mit Sicherheit die Werbeanzeigen sozusagen letztes Jahr überall sehen. Am Potsdamer Platz ganz groß. Also Spiele sind sehr, sehr teuer zu produzieren. Man kann auch günstige produzieren, aber das von den Spielen, von denen ihr hier gerade redet, ist sehr teuer zu finanzieren. Und gleichzeitig hat diese Industrie sogar eine sehr große Schwierigkeit. Jahrelang hat sie sehr gut verdient. Also jahrelang hatte sie ein sehr, sehr sicheres Geschäft. Sie hatte diese Konsolen, die hatten einen festen Preis. Und sie hatte auch eine Zielgruppe, eine feste Zielgruppe, kalkulierbare Zielgruppe, an dem sie Dinge verkaufen konnte. Und das hat sich massiv geändert durch den Online-Vertrieb, durch die ganzen iPad-Spiele, wo man jetzt plötzlich für 99 Cent was bekommt. Das heißt, das Preisgefüge, also so, was man bezahlt, ist unterschiedlich geworden. Und das sind alles Versuche. Das sind Versuche zu sagen, ich verkaufe jetzt ein Detail. Im Gegenteil, im Prinzip macht es das Spiel nicht besser, sondern ich muss als Entwickler mir Gedanken darüber machen, wofür kann ich jetzt Geld nehmen und wofür kann ich kein Geld nehmen. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so die Schwierigkeit bei den Sachen, ob ich ein Objekt mir kaufe. Wenn es viele versuchen, es sogar so zu machen, man spricht ja von so einer Spielgerechtigkeit. Also diese Spiele, die darüber sich finanzieren, sind die sogenannten Free-to-Play-Games. Über die sprechen wir auch noch. Ach so, dann machen wir extra, genau. Ja, also deshalb möchte ich jetzt nochmal zu Ralf kommen. Wir denken uns ein Kind, das jetzt, keine Ahnung, ein Online-Spiel spielt, keine Ahnung, gibt es ja viele, und sich dort halt sieht, aha, ich komme in dem Spiel schneller voran, wenn ich dann echt Geld bezahle. Wie wirkt sich dieser herunterladbare Inhalt auf einen beeinflussbaren minderjährigen Spieler aus? Gibt es ja auch diese Geschichten. Minderjähriger spielt das und das Spiel, Mamas Kreditkarte ist leer. Tja, wenn Mama nicht aufpasst. Ich glaube, das ist da eher die, also da stelle ich mir die Frage, wo hat das Geld, das Kind das Geld, das Kind her, wo hat das Kind das Geld her? Vom Prinzip her würde ich es so sehen, dass das Kind zu den Eltern gehen müsste und es erklären müsste, warum es Geld braucht, um sich diese erweiterten Contents oder so zu kaufen. Oder sehe ich das falsch? Vielleicht bin ich zu lange kein Kind mehr. Generell ist es so, dass viele Spiele heute einfach so funktionieren, dass sie entweder kostenfrei anfangen oder günstig und man halt Geld investieren muss, um weiterzukommen. Und ich glaube, dass das irgendwann so gang und gäbe sein wird, dass sich diese Fragen gar nicht mehr stellen. Die entscheidende Frage ist, wie gesagt, wie wird mit den Eltern kommuniziert? Die müssen ja irgendwie, die zahlen ja letztendlich dafür. Ja, Thomas, wo sind kaufbare Inhalte fair, also für den Benutzer, der das dann kaufen will oder muss, wenn er weiterspielen will? Ich glaube, das ist relativ, das ist, ob was fair ist. Also ich glaube, das entscheidet der Spieler für sich. Diese Systeme, grundsätzlich kann man sagen, gekaufter Spielerfolg wird nicht so gut akzeptiert. Das heißt, ich investiere Geld und bin dadurch besser im Spiel. Ja. Allerdings, ein System so implementieren, dass das nicht zutrifft, ist letztlich auch wahnsinnig schwierig.
Ja. Ja, das ist kaum realisierbar. Das hieße in letzter Konsequenz, ich kaufe mir halt einen Mantel und der ist rot oder grün und ich bezahle dafür, dass er rot oder grün ist und der hat aber keine Konsequenzen aufs Spiel. Wenn es aber keine Konsequenzen für mein Spiel hat, dann ist die Attraktivität nur begrenzt da, das zu kaufen. So, das heißt, die meisten Konzepte eigentlich, die erfolgreichsten Konzepte in diesem Bereich sind prinzipiell, ich kaufe mir Zeit. Das heißt, wenn ich freispiele, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann muss ich halt mal warten, bis ich wieder weiterspielen kann. Das heißt, macht keinen Unterschied sozusagen, ich kann nicht besser spielen, aber ich muss zum Beispiel auf eine bestimmte Sache lange warten. Und das versucht man eigentlich, das ist ein bisschen das Erfolgreichste, was man versucht, zu Geld zu machen. Das hat aber auch ein Problem, wenn ich die Leute irgendwann zu lange warten lasse, spielen sie auch nicht mehr freiwillig. Ja. Spielen sie auch nicht mehr freiwillig, sind sie nicht mehr in dem System und spielen nicht mehr mit. Spielen sie nicht mehr mit, das sind meistens ja Multiplayer-Sachen, die funktionieren, dann sind keine anderen Spieler mehr da. Also das ist, ihr seht schon, wie schwierig das ist, solche Systeme letztlich zu planen und zu balancieren. Gut. Ja. Ralf, deiner Meinung nach, wann sind halt kostenpflichtige Zusatzinhalte in Ordnung? Also wann kann man da auch mal ruhig ein bisschen Geld für was hinlegen? Hatten wir ja gerade schon etwa so bei Ihnen. Im Prinzip, also ich glaube, wir sind da noch in der Anfangsphase und die Spieler haben sich noch nicht dran gewöhnt und die Hersteller von Computerspielen spielen noch rum, was geht, wie weit können wir gehen. Ich kenne es zum Beispiel, also ich spiele selbst Star Wars The Old Republic, auch ein Online-Spiel. Und ich bin da Subscriber, ich zahle jeden Monat mein Geld dafür und jetzt gibt es eine neue Erweiterung und dafür sollte ich nochmal zahlen, 17 Euro nochmal extra. Und da gab es auch einen Aufschrei, aber wir zahlen doch sowieso schon jeden Monat, wieso müssen wir jetzt nochmal extra dafür zahlen? Es sollte inklusive sein für Subscribers. Meiner Meinung nach ist es so, ich will diesen neuen Content auf jeden Fall haben und irgendwie müssen die sich ja auch finanzieren. Und ich habe da sofort gezahlt. Ich hatte da kein Problem mit. Ich freue mich da auch schon drauf. Und wenn einem was geboten wird, an neuen Spieleinhalten zum Beispiel, dann denke ich, ist das auch Geld wert. Also man kann nicht erwarten, dass man gute Inhalte kostenfrei geliefert bekommt. Mhm. Wenn es jetzt wirklich nur so eine Fragen sind wie, wenn ich zum nächsten Level kommen will, dann nur gegen Geld und man kann das Ende des eigentlichen Spiels nur sehen, wenn man immer mehr und immer mehr zahlt, dann wird es fragwürdig. Aber wenn man tatsächlich Content bekommt, dann ist es, denke ich, immer wert, was dafür zu bezahlen. Ja. So. Wir wollen doch noch mal allgemein. Ich glaube, es ist ein Begriff, den wir alle schon mal irgendwo gehört haben. DLC. Was bedeutet DLC eigentlich? DLC steht für Downloadable Content. Es gibt kostenlose DLCs und wie gesagt, die wir besprechen, die kostenpflichtigen. Ja, zum Beispiel DLCs sollten meiner Meinung nach nichts kosten, weil... Nicht immer. Also nicht immer, aber meistens nichts kosten. Weil ich finde, wenn man sich ein Spiel kauft, sollte die Updates oder die DLCs sollten dann im Preis drin sein. Zum Beispiel ist es bei DayZ so, das ist ein Zombie-Survival-Spiel, das ist auf den Markt gekommen und da kamen immer mehr Updates raus, also kommen immer noch mehr raus. Und also dafür muss man auch nichts bezahlen. Und ich finde, es ist logisch, dass man dann nichts dafür bezahlen muss, wenn man sich das Spiel schon kauft. Was ja auch so war, das war ja bei Battlefield irgendwann, ich glaube bei Battlefield 4, 12 Stunden nach der Veröffentlichung des Spiels kam das erste DLC. Was denkt sich da? Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich verstehe sowohl die Spielersicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel DayZ als Neupreis kostet. Gar nicht so viel. 20 Euro, glaube ich. Ja, das ist relativ wenig. Und wie auch schon gesagt wurde, es kostet ja alles, das herzustellen. Also diese DLCs, die programmieren sich nicht von alleine. Und wenn jetzt die Firma von Anfang an so kalkuliert hat, okay, also ich gehe mal davon aus, dass die alle vernünftig ihre Preise kalkulieren, dass sie dann sagen, okay, zu diesem Preis, wenn das Spiel, sagen wir, 50 Euro kostet, können wir 5 Zusatzcontents anbieten zum Download. Aber irgendwann zahlt die Firma ja auch drauf. Also ich bin schon der Meinung, wie ich eben auch schon sagte, dass Qualität auch seinen Preis hat und dass man da auch bereit sein sollte, die Firmen weiter zu unterstützen. Ich zahle gerne mehr, wenn das Spiel weiterläuft und nicht irgendwann zu Ende ist. Wenn mir ein Spiel Spaß macht und ich da richtig eingehe und mich verlieren kann in dem Spiel, dann ist es ja was Positives für mich. Ja. Und sowas sollte einem immer auch irgendwie wert sein, selbst was zu investieren.
So, ich möchte noch mal kurz ein Beispiel einwerfen. Es ist ein oder zwei Jahre her, als SimCity, das neue, im Handel erschien. Da gab es einen Aufschrei, denn das Spiel war an sich recht teuer und war an vielen Stellen sehr fehlerhaft. Durch ein Update wurde dann irgendwann sogar der Verkehr auf eine Art und Weise quasi, das ist nachweislich, quasi ruiniert worden, damit sie halt einen etwa 9 Euro DLC anbieten konnten, mit dem man sich Luftschiffe kaufen konnte, sodass ich das wieder kalkulierte. Was ist da die Ansicht von dir, Thomas? Ich glaube, das muss auch ein Unternehmen für sich entscheiden. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung, wie ihr merkt. Also erstens, ich habe versucht schon mal anzudeuten, wie aufwendig das ist, eigentlich Spiele zu produzieren. Also wenn ihr euch einfach mal vorstellt, größere Spiele sind, kann man im Schnitt sagen, da sind mehr als Hunderte, zwischen 100 und 1000 Leuten, also von den Sachen, die ihr jetzt gerade beschreibt, das sind Hunderte von Leuten. Ja. Es gibt kleinere Spiele mit kleineren Teams und die können auch zum Beispiel durchaus produktiv sein. Und jetzt ist die Frage, wie viel kann ich auf einmal produzieren und auf den Markt bringen? Und wie viel Geld kann ich dafür bekommen, für dieses Produkt? So, und dann muss man das und im Grunde genommen kämpfen diese Hersteller jetzt, biete ich was ganz Billiges an, für zum Beispiel 99 Cent, indem ich ganz viel Updates produziere. Also ich kenne sicherlich diese Geschichten sozusagen, dass man, oder wenn man es mal durchrechnet, wenn ich jetzt sowas wie Clash of Clans, ich möchte ganz schnell erfolgreich werden, ja, und ich möchte wahnsinnig sozusagen in die Top 10 kommen und will nicht viel Zeit investieren, dann kann man für so ein Spiel mehrere tausend Euro ausgeben, obwohl es eigentlich umsonst ist am Anfang. Ja. Man kann es umsonst runterladen, aber man kann es schaffen, mehrere tausend Euro runterzuladen. Das kriegt man bei Grand Theft Auto nicht hin. Ja, also selbst mit downloadable Content bei Battlefield, da kann ich noch so viel runterladen, da komme ich niemals in diese Dimension. Ja. Und das ist immer die Frage, wie verkaufe ich das? Wie biete ich das an? Zu welchen Preisgrößen? Und ich glaube, dass ihr vielleicht das Gefühl habt, dass das irgendwie teilweise ungerecht ist oder dass es ist. Das sind eigentlich Experimente. Die Unternehmen versuchen zu gucken, wie weit können wir gehen? Was können wir noch verkaufen? Was können wir nicht mehr verkaufen? Das machen die per Try and Error. Kann durchaus sein, dass sie sagen, wir versuchen mal ein Update zu installieren bei SimCity, wir versuchen in einen anderen Modus zu gehen. Weil gerade diese klassischen, wie soll man, diese Retail-Produkte, also diese Produkte, die quasi als CDs damals rauskamen, die mussten ja eigentlich laufen und dann sollten die lange laufen. Dieses Geschäftsmodell funktioniert aber nicht mehr. Und jetzt gibt es diese Marken wie SimCity oder Battlefield. Und man muss jetzt die Spieler, versucht man daran zu gewöhnen, auch dort sozusagen Updates zu kaufen. Und das funktioniert in manchen Fällen und in anderen Fällen funktioniert das nicht. So. Aber die Leute müssen finanziert werden. Das dürft ihr euch, also ich versuche mal kurz ein anderes Beispiel zu geben. Die Industrie hat mit was ganz anderem zu kämpfen. Ja. Von unseren Absolventen, die zum Beispiel in die Industrie gehen, gibt es auch einen Teil, die nicht mehr in die Industrie gehen, weil sie sagen, sie verdienen zu wenig Geld. Sie gehen in die Automobilindustrie, in die Telekomindustrie. Ja. Und das heißt, die Löhne sind gar nicht so hoch dort. Das hat auch damit zu tun, dass man momentan nicht dieses so viel erwirtschaftet, wie man zum Beispiel mit Autos erwirtschaftet. Ja. Regt sich ja auch keiner auf, dass ein Auto 1 Million kosten kann. Ja, also Ralf. Ja. Ja. Jetzt, unser nächstes Thema ist jetzt quasi die Mobile Games, die auch schon mal kurz erwähnt wurden. Wie wirken sich auf einen Spieler immer zugängliche mobile Spiele aus, die man quasi immer bedienen kann? In der Bahn sieht man auch viele Jugendliche, die vor ihrem Handy sitzen und datteln. Wie wirkt sich das aus? Ich gehe das mal aus einer ein bisschen anderen Perspektive an. Also ich habe ja über den klugen Spieler und die Ethik des Computerspiels geschrieben. Und was sind denn das für Spiele, die auf dem Handy gespielt werden? Sind die großartig komplex? Muss man da großartig nachdenken oder geht man da nur mit dem Daumen ein bisschen nach oben, nach unten? Meiner Meinung nach... Das hören wir gleich noch mit. Okay. Meiner Meinung nach sind simple Spiele. Es hat den Vorteil, dass viele Leute anfangen zu spielen, die sonst vielleicht gar nicht spielen würden und die auch die Zeit nicht haben und die vielleicht irgendwann dann mal den Zugang zu ein bisschen komplexeren Spielen haben. Aber eine Gefahr, die ich sehe, ist, und als ich angefangen habe mit Videospielen, so Ende der 80er, Anfang der 90er, da waren die Spiele unglaublich schwer. Ich sage nur R-Type, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, es war unmöglich, ohne zu schummeln, durchzuspielen.
Und das hatte damit zu tun, dass die Technik einfach noch nicht ausgereift genug war. Ja. Du konntest nur versuchen, dir die Pattern zu merken. Da muss ich dann fliegen, dann klicken. Gut. Und das wird heutzutage immer einfacher, damit immer mehr Leute spielen können, weil halt auch immer mehr Geld gemacht werden will. Ich finde es ein bisschen schade, weil die Spiele, die heute rauskommen, die sind für mich persönlich zum Beispiel häufig nicht sehr fordernd. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Vorteil ist, dass der Zugang zu immer mehr Leuten kommt und immer mehr Leute spielen. Und das halte ich für was sehr Gutes, weil Spielen ist toll. Ja. Thomas, mal wieder der Thomas. Was ist bei der Programmierung eines Handyspiels wichtig? Du meinst ja Programmierung nicht nur, sondern die Entwicklung. Ja. Das ist etwas, was nicht nur wichtig ist beim Handyspiel, sondern man muss immer schauen, für was, für eine Plattform, davon sprechen wir, machen wir etwas und für welche Zeitdauer machen wir das, für welche Spieldauer machen wir das, das sind eigentlich diese Faktoren. Und wenn ich ein Handyspiel habe, was bedeutet das? Also ein Smartphone-Spiel, sage ich mal, dann habe ich nicht so hohe Rechenleistung wie auf dem PC. Dann habe ich so, und das bedeutet eigentlich, dass ich eben sehr viel, viel effizienter arbeiten muss. Also ich muss mit weniger Speicher umgehen, ich muss mit weniger Grafikleistung umgehen. Und das macht es eigentlich besonders herausfordernd. Es ist übrigens ganz ähnlich herausfordernd wie für die Konsole. Also am einfachsten ist es, für einen PC zu entwickeln. Und für eine Konsole habe ich auch wieder eine sehr viel vereinfachte Technik gewissermaßen. Und ich muss versuchen, und das ist auch der Reiz, diese Technik bis zum letzten Grad auszureizen. So. Jetzt kommen wir nochmal zu Ralf zurück. Deiner Meinung nach, ein Mobile Game. In welcher Preisklasse sollte sich das befinden? Also aus Spielersicht am besten kostenfrei. Das stimmt. Ja. Aber ich meine, es gibt ja jetzt auch so kleine Handyspiele, wo du dir denkst, na komm, die 99 Cent. Für 99 Cent, das ist ja letztendlich auch nicht viel mehr als kostenfrei. Also ich kenn mich nicht aus mit den Preisen. Ich gehe davon aus, dass ein Handyspiel auch einiges an Kosten verschlingt. Und ob dann wirklich das Geld wieder reinkommt bei 99 Cent, weiß ich nicht. Das wird ja dann auch vermischt als Werbespiel. Und vielleicht, dass dann der Hersteller auch noch andere Spiele hat und wo man dann Geld ausgibt, wenn man sagt, okay, ich habe auf dem Handy habe ich schon mal was von dem gespielt. Dem vertraue ich, dem gebe ich auch 20 Euro für eine Box oder irgend sowas. Mhm. Aber ich sag mal, 99 Cent scheint sich ja so ein bisschen eingebürgert zu haben. Also ich habe da persönlich nichts gegen. Also von mir aus kann es auch ein bisschen mehr sein. Und übrigens ist das heutzutage alles billig im Verhältnis zu meiner Zeit. Wo ich groß geworden bin, gab es die Arcade-Automaten. Und diese Arcade-Automaten sozusagen, die überall standen, andere Formen gab es da nicht in den 70er Jahren. Dann kam und dort. In dem Sinne waren die herausfordernd, als was man eigentlich hat man versucht, möglichst lange Spielzeit zu erreichen. Das war eigentlich das Ding. Möglichst lange zu überleben. Und das hat irgendwie eine Mark hat dann irgendwie für, ich glaube, drei Leben für eine Mark. Und das müsst ihr euch mal vergleichen mit heute. Das hat bei mir dann 10 Sekunden gedauert bei einigen Spielen, weil ich einfach zu schlecht war. Ja. Wir sind leider schon am Ende mit der Sendung. Danke, dass ihr hier wart. Und ja, das war eine Sendung von Volltreffer.